Hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen von der Seite der diesjährigen Globart Stipendiantinnen. Ich leite heute unseren Beitrag ein. Ich möchte mich vorab bedanken für die Möglichkeit des regen Austausches hier. Ich denke, wir haben alle die letzten 2 Tage viel denken können und Gedanken ausgetauscht und das hat uns, glaube ich, alles sehr bereichert und inspiriert. Und deswegen sind wir froh, dass die Veranstaltung in dem begrenzten Rahmen trotzdem stattfinden konnte. Was haben wir betrieben jetzt in der vergangenen Zeit im Hintergrund? Stefan Jansen war unser Mentor. Und er hat das super gemacht. Zuvor hat er bereits mit Friedrich von Boyes mit Prominenten Beiträge gesammelt für eine neue österreichische Verfassung. Der Anlass war ihr diesjähriger 100. Geburtstag. Und diese Beiträge der Prominenten wurden bereits im Kurier abgedruckt, veröffentlicht und wir haben da jetzt weitergedacht. Nach einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit den Themen Macht und Ohnmacht standen wir dann vor der Entscheidung, wollen wir eine komplett neue Verfassung, ja oder nein? Und unsere Antwort ist nein, aber unsere Antwort ist nein, da wir die bestehende Verfassung sehr schätzen und dankbar für sie sind. Wir schätzen die jetzigen 6 Grundprinzipien, die uns unser momentanes Leben ermöglichen und ihm zugrunde liegen, das Demokratische, das Rechtsstaatliche, das Bundesstaatliche, das Liberale, das Republikanische und das gewaltentrennende Grundprinzip. Doch wir wollen mehr und deshalb antworten wir nein, aber. Unserer Vision einer aktualisierten Verfassung haben wir in 3 Kategorien gestaltet, eine Präambel, bestimmte Methoden, eine Art Spielregeln, die unser gesellschaftliches Zusammenleben regulieren sollen und bestimmte Bereiche, die uns besonders wichtig sind. Und in der Präambel möchten wir einige noch fundamentalere Grundwerte explizit niederschreiben, noch fundamentaler als die 6 Grundprinzipien unserer jetzigen Verfassung. Diese Grundwerte beantworten die Frage, wer wir sein wollen, welche Gesellschaft wir sein wollen und wie wir leben möchten. Sie stehen dafür, wie wir der Welt entgegentreten, ihr begegnen möchten und sie bilden für alle Gesetze eine Richtschnur und einen Maßstab. Der Artikel 1 der Grundwerte. Das ist die Achtung vor dem. Der Artikel 1 der Grundwerte. Das ist die Achtung vor dem Leben. Diese Grundhaltung bedeutet Achtung vor jedem Menschen, Achtung vor jedem Tier und Achtung vor der Umwelt. Dieser Grundwert soll die alltäglichen Entscheidungen des Individuums und die Entscheidungen der ganzen Gesellschaft beeinflussen und begleiten. Noch zurück die Folien. Nochmal? Danke. Der 2. Grundwert besagt, jeder Mensch ist ungleich. Normalerweise gehen wir immer davon aus, dass alle Menschen gleich sein sollen, natürlich gleich behandelt werden sollen. Aber wir sind halt nicht alle gleich. Und wenn wir sagen, dass jeder Mensch ungleich ist, gehen wir davon aus, dass alle Menschen als Individuum in ihrer Ungleichheit dann auch wieder in einer Weise gleich sind. Ja, und Artikel 3 ist, wie man sieht, noch offen. Das heißt, wir waren uns bewusst, dass wir in den 2 Tagen nicht alles erfassen können,
was wir uns denken und wir uns bewusst sind, dass wir ein partizipatives Element einbauen wollen, das aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und das ist der Grund, warum Artikel 3 jetzt noch frei ist, da der eben von der Gesellschaft selbst partizipativ noch mit einbezogen werden kann. Genau, Partizipation ist ein großes Thema. Es bedeutet, Teil von etwas zu sein und Teil zu haben. Der Staat soll unserer Meinung nach anerkennen, dass es neue Gesellschaftsgruppen gebildet werden, dass es neue Akteure auf dem Feld auftreten und für die müssen auch neue Bedingungen und neue Rahmen geschaffen werden, wie sie sich ausdrücken können und wie sie untereinander agieren können. Und dafür wollen wir ein Prinzip der regulierbaren Selbstregulierung vorschlagen. Es geht um das Recht auf inklusive und transparente regulierte Selbstregulierung. Die Akteure haben in diesem Fall die Möglichkeit, in einen Dialog zu treten, Lösungen zu finden, Regeln innerhalb ihrer eigenen Beziehungen aufzustellen und dann auch die Umsetzung zu verwirklichen. Der Staat muss dafür einen Raum bieten und rechtliche Grundlagen für diesen neuen Dialog. Er soll gewährleisten Inklusivität und Gleichberechtigkeit innerhalb dieses Dialoges. Er soll Transparenz fördern und in diesem neuen Verhandlungsverfahren. Dadurch soll eine neue Form der Partizipation entstehen, die mehr Eigeninitiative, Vertrauen und Unabhängigkeit in den öffentlichen Diskurs bringt. Aber bei dieser neuen Spielregel, welche Mittel stehen uns zur Verfügung? Also welche Möglichkeiten haben wir zur Partizipation und welche neuen Möglichkeiten gibt es zur Auswahl der Personen, die eben diese Entscheidungen treffen? Zum Beispiel in lokal gegründeten Zukunftsbüros könnte man über aktuellen lokalen, internationalen oder eben internationalen, also nationalen und internationalen Themen diskutieren. Es würde den Austausch zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen ermöglichen. Diese Diversität ist auch auf das Parlament übertragbar. Durch Zufallsauswahl könnten die Bürger berufen werden, damit die Entscheidungen nicht von einer geschlossenen, homogenen Gruppe getroffen werden. Diese neue Inklusivität würde die Bürger zur Aktivität auffordern und ihre Innovationen in Entscheidungen wieder einbeziehen. Wir haben den Punkt des Wahlrechts mitgenommen, Aktiv-Passiv-Wahlrecht. Wir hatten vor wenigen Wochen in Wien im 10. Wiener Gemeindebezirk ein gutes Beispiel. Jeder Zweite war nicht berechtigt abzustimmen bei der Wien-Wahl. Wir sind der Meinung, die Leute, die es betrifft, sollen abstimmen dürfen, sollen die Chance haben zu wählen und auch gewählt zu werden. Und wir finden, es ist mittlerweile der Zeitpunkt gekommen, dass man es nicht an der Staatsbürgerschaft aufhängt, beziehungsweise die österreichische Staatsbürgerschaft voraussetzt, zumindest EU-Staatsbürgerschaften sollten ausreichen, um wirklich für seine Rechte auch eintreten zu dürfen, aktiv wie passiv. Das Recht auf faire Bildung, auch das haben wir prinzipiell in Österreich. Wir haben viel diskutiert und debattiert, ob wir es wirklich haben. Bildung ist ein Gut, jeder kann es nutzen, aber jeder nicht zum selben Maße. Also wir haben schon das Gefühl, dass man durch monetäre Vorteile sich Bildung erkaufen kann, dass nicht Bildung jeder gleich erreichen kann. Und unter einer fairen Bildung verstehen wir ein diverses System, eine Vielfalt auch zu fördern, dass Bildung wirklich für alle gleich zugänglich wäre und damit faire Bildung notwendig und auch möglich ist für alle.
Okay, das ist die andere Klimarechnung. Nee, ich glaube, das ist die alte Präsentation. Also wir fordern eine Art, oder wir hatten die Idee, eine Art Pflichtausbildung, Nachqualifizierung für BerufspolitikerInnen, sobald sie gewählt wurden. Ja. Denn es gibt keine Gewähr, dass PolitikerInnen die Fachkompetenzen mitbringen, die sie für bestimmte Aufgabenbereiche brauchen. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen ja auch Milieuvielfalt im Parlament. Auch dafür haben wir über Mechanismen nachgedacht, so wie Zufallsprinzip, Bürgerparlamente als Ergänzung zur Berufspolitik. Ja. Also wie können wir einerseits Milieuvielfalt schaffen, aber andererseits auch die nötigen Fachkompetenzen für Staatsführung auch vermitteln, ja? Also Politik als Handwerk. Und Inhalte könnten zum Beispiel sein Demokratieverständnis, eben parlamentarische Tätigkeiten, Gewissens- und Empathieschulung, Wahrnehmungspsychologie und Entscheidungsfindung. Genau, weil sie in einer Republik zwar durch die Wahl legitimiert sind, jedoch trotzdem in ihrer Verantwortung dem Gemeinwohl verpflichtet. Und dafür benötigt es einfach eine gewisse Expertise. Ja, das Klimathema mussten wir natürlich auch ansprechen. Der Klimaschutz ist noch nicht verfassungsrechtlich festgelegt. Und eine Möglichkeit dazu ist eindeutig nicht aus unserer Initiative, sondern eine Idee des Klimavolksbegehrens, das sie vor ungefähr 2 Wochen jetzt veröffentlicht haben. Und so haben sie gemeinsam mit Juristinnen und Juristen Gesetzesvorschläge erarbeitet. Und eines davon ist der Klimarechnungshof. Der Klimarechnungshof ist eigentlich gleich wie der Rechnungshof, nur dass er über das Treibhausgasbudget, überwacht und damit sichert, dass Politikerinnen ihre Maßnahmen nicht in den Himmel loben können, ohne dass sie wirklich CO2 einsparen und das auch wissenschaftlich hinterlegt ist. Ja, sehr aktuell. Gesundheit ist keine Ware und sollte möglichst wenig marktwirtschaftlichem Wettbewerb ausgesetzt sein. Gesundheit entsteht aus dem dynamischen Zusammenspiel vieler verschiedenen Einflussfaktoren, biologische, psychologische und soziale. Sie lebt von den Möglichkeiten zu demokratischer Partizipation derjenigen, um deren Gesundheit es geht. Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Und dabei müssen auch Verständnis, Machbarkeit, Sinnhaftigkeit, Kohärenzgefühl im Mittelpunkt der Entstehung von Gesundheit festgestellt werden. Ja, also Risiko und Schutzfaktoren stehen also in einem Wechselwirkungsprozess und die sozialen Faktoren, anders als in den derzeitigen Maßnahmen, wo wir Menschen wie Maschinen behandeln, spielen eine mindestens ebenso große oder sogar größere Rolle als kurativ-biomedizinische Angebote. Eine gute und ausreichende Ernährung, saubere Luft und sauberes Trinkwasser, gelingende Beziehungen, lebendiges Lernen, Zugang zu Wissen, hygienische Wohnverhältnisse, eine würdige Beschäftigung und ein würdiges Einkommen sind zum Beispiel soziale Determinanten von Gesundheit und müssen deshalb als Grundrechte jedem Menschen ermöglicht werden. Der Mensch soll das Recht haben auf die würdevolle Endlichkeit seines Lebens. Dies gilt für den Zustand von dauerhaften Krankheiten, die starke körperliche Beeinträchtigung zur Folge haben. Ziel soll dabei die Akzeptanz der Lebensqualität vor ihrer Dauer sein, die Abwesenheit von Schmerz und das menschliche Abschied nehmen dürfen vom
Leben und der Welt. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, auch die eigene Lebenszeit im Angesicht des uns allen nahenden Todes frei gestalten zu können und zu einer natürlichen Balance von Leben und Tod in unserem Bewusstsein zu gelangen. Auch in der Mobilität gibt es noch einiges zu tun. Wie bereits erwähnt, liegt uns das Klima sehr am Herzen. Deshalb, Mobilitätskonzepte der Zukunft müssen unter Berücksichtigung von Klima- und Umweltaspekten ausgearbeitet werden. Da geht es zum Beispiel auch darum, ob man sich überlegt, dass man zur Arbeit nur eine gewisse Anzahl von Kilometern als Fahrweg zur Verfügung haben sollte oder generell im Jahr nur ein gewisses Kilometerkontingent hat, das man bereisen kann. Aber auch die Erschließung von ländlichen Gebieten, dass man gute Möglichkeiten schafft, um Mobilität eben umweltfreundlich umzusetzen und vielleicht nicht nur auf E-Mobilität schließt, da man sich auch die Frage stellen sollte, woher die ganzen seltenen Erden kommen und ob das wirklich so umweltfreundlich ist, wie es immer dargestellt wird. Die Macht über Informationen und über die Produkte, die daraus entstehen, muss wieder bei den Eigentümern liegen. Dementsprechend wird das Recht auf Änderung, Löschung oder Zugang niemals abgegeben und kann jederzeit eingefordert werden. Mit der Erscheinung der digitalen Medien ist eine alternative Form des Kapitals entstanden, Daten. Also alles, was man mit Code ausdrücken kann. Das sind nämlich mein Netzwerk von Kontakten, mein Geschmack für Musik, für Filme, mein digitales Profil und ich habe keine Macht darüber. Die Macht über Daten muss wieder zurück zum Eigentümer. Der Punkt ist, dass ich nicht durch meine Daten zu einem gewissen Verhalten gesteuert werden darf. Wir müssen also regulieren, wem diese Daten gehören, wer sie nutzen kann und wer überhaupt Zugang hat. Ja, und anknüpfend an die Frage der Daten und auch an die heutigen Diskussionen fordern wir auch Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Kontrolle und Rechtfertigungspflicht in finanziellen Machtstrukturen. Ein Teil davon könnte auch eine Finanztransaktionssteuer sein, die ja durchaus auch in einer Verfassung ihren Platz finden könnte. Insbesondere mediale und verhaltensmanipulative Macht großer Technologiekonzerne und staatlicher wie nichtstaatlicher Nachrichtendienste muss durch faire Wettbewerbspolitik und durch Transparenz geregelt werden. Abschließend wollen wir auch noch etwas zu künstlicher Intelligenz sagen. Natürlich können wir eine Verfassung wahrscheinlich nicht ohne künstliche Intelligenz denken. Jedoch wollen wir den Blick auf das Positive und nicht auf das Negative legen. Und deswegen sagen wir, jede künstliche Intelligenz oder auch generell jede Intelligenz hat das Recht, an das Gute im Menschen zu glauben. Wie eine Professorin von meiner Universität, Frau Spiekermann, die was auch heute hier zu Gast war, gesagt hat, wenn wir einen Roboter, der Menschen pflegt, so entwickeln, dass er wie ein britischer Butler quasi Werte innehat, müssen wir uns keine Gedanken machen, dass er irgendwie schlecht ist. Weil ein britischer Butler hat immer seine guten Werte und versucht immer, das Beste rauszuholen. So, das war unser Vortrag. Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Und so haben sich das die Griechen als Meutiker auch vorgestellt. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Ich
finde, dass ihr wirklich, dass ihr das zauberhaft gemacht habt. Es zeigt sozusagen tatsächlich, das Prinzip der Zumutung ist eben ein doppelzüngiges Konzept, in dem man den Mut haben muss, sozusagen, dass diese Generation, anders als die 36 Prominenten, von Carola Rakete bis zur Diakoniesprecherin, Museumsleitern, Intendanten und so weiter, eben ganz anders denken, weil sie sozusagen noch keine Museen leiten, noch nicht sozusagen die großen Funktionen übernommen haben. Und ich finde es tatsächlich beeindruckend, was ihr hinbekommen habt. Deswegen möchte ich sozusagen gar nicht viel darüber reden. Ich fände, Island wäre stolz auf euch. Diejenigen, die nicht wissen, warum, sei es nochmal gesagt, in Island gab es ein 2008 startendes Experiment, die Verfassung einfach neu zu schreiben. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es wurden 1000 Leute ausgewählt, aus dem Telefonbuch per Zufallsauswahl. Diese haben eine Verfassung geschrieben, die dann in eine Volksabstimmung geführt hat. Diese Volksabstimmung wurde zu über 60% mit Zustimmung versehen. Das Problem war, dass in dieser neuen Verfassung das Parlament nicht vorkam, es aber im Parlament verabschiedet werden musste. Dieses Experiment in Island ist gescheitert, ist aber sozusagen, ich finde, in Zwentendorf richtig am Platz. Wenn man sozusagen es als eine Idee hat, per Zufallsauswahl tatsächlich Leute an ihrer eigenen Verfassung zu bearbeiten. Deswegen haben Friedrich von Borries und ich diese Idee, dass wir in Europa eine Erfassung brauchen. Und zwar eine aktivischere, als nur verfasst zu sein. Und diese Erfassung, Heidi, hast du mir vorhin noch zugerufen, ich lasse es nicht zu, dass uns Corona die Parlamentsbefassung, die es am 10. November normalerweise jetzt in Wien gegeben hätte, ich lasse es nicht zu, dass Corona uns das kaputt macht und ich schlage zurück, Heidi Dobner, schlägt zurück und wir machen es auf EU-Ebene und vor allem dieses Experiment sozusagen einfach weiterleben lassen, weil es kann nichts rauskommen, was schadet, was man heute Abend gesehen hat. Nochmal ganz herzlichen Applaus. Ich bin beeindruckt von euch, in welcher Chaotik, in welcher Nichtpünktlichkeit des Veranstaltungs und von euch, in welcher sozusagen wirklich desaströsen Diskussionskultur ihr es hinbekommen habt, sowas hinzustellen, wo andere jetzt wirklich glauben, das waren zwei absolut geradlinige Tage gewesen. Ich bin beeindruckt. Nochmal ganz herzlichen Applaus.